Hallo meine lieben Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid und zwar zu einem weiteren Super Mario Odyssey Video. Heute geht es um das kostenlose Update Luigis Ballonjagd, das vor einigen Tagen rauskam. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Durch dieses Update können wir jetzt in Super Mario Odyssey einen Ballon verstecken oder einen Ballon suchen. Leider hat es Nintendo irgendwie verpeilt, alle Glitches zu beseitigen, bevor dieses Update rauskam. Und jetzt verstecken natürlich sehr, sehr viele Spieler ihren Ballon out of map und das ist einfach absolut mies. Und das verdirbt auch den kompletten Spielspaß. Und deswegen dachte ich mir, hau ich mal so ein Video raus und zwar zeige ich euch, wie ihr an solche Glitch-Ballons rankommt. Leute, es geht nicht darum, diese Glitches nachzumachen, also hört auf mit so einem Quatsch. Wenn ich einen von euch da draußen erwische, der so einen Glitch nachmacht, dann gibt's Haue. Nein, also jetzt wie gesagt, Spaß beiseite, hört auf, diesen Ballon out of map zu verstecken, in einer Wand oder unter dem Boden. Das macht einfach keinen Spaß, solche Ballons zu suchen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Bevor es losgeht, drückt jetzt erst einmal auf den Abo-Button. Vielen Dank für eure Unterstützung, das freut mich auf jeden Fall. Und schaut hier auch regelmäßig vorbei, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt geht's los, Leute. Lehnt euch zurück und viel Spaß. Wir sind jetzt erstmal im Seeland und ihr seht dort drüben direkt geradeaus ein paar Holzpfosten. Und über diesen Holzpfosten können wir in die Wand rein glitschen. Und das nutzen natürlich sehr, sehr viele Spieler aus, um den Ballon dort zu verstecken. Also ganz schön fies. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, wie ihr dort überhaupt hinkommt. Schnappt euch hier unten im Wasser ein Cheep-Cheep. Dann schwimmt hoch zu den Holzpfosten, entfernt einen Holzpfosten. Schnappt euch direkt wieder Cheep-Cheep, bevor der verschwindet, damit ihr noch genug Zeit habt. Und dann schwimmt hoch an diese Kante hier. Und dann müsst ihr im richtigen Moment Cheep-Cheep verlassen und sofort weiterschwimmen, damit ihr hoch in diese Wand reinglitschen könnt. Und dann könnt ihr hier jeden Ballon zum Platzen bringen. Also ziemlich easy eigentlich. Aber Leute, hört auf, diesen Glitch zu benutzen. Das ist wirklich einfach nur fies. Wir sind jetzt im Cascade Kingdom und hier wird oftmals auch ein Ballon in einer Wand versteckt, beziehungsweise an zwei verschiedenen Stellen sogar in der Wand. Und diese beiden Stellen werdet ihr gleich zu sehen bekommen. Ihr müsst dafür allerdings eine ganz bestimmte Aktion drauf haben und zwar eine abgebrochene Rolle und die sieht so aus. Also Mario will eine Rolle machen, bricht sie aber sofort wieder ab, wird dann ziemlich schnell und mit dieser Aktion könnt ihr durch Wände glitschen. Wie diese Aktion funktioniert, erkläre ich euch mal ganz kurz, aber Leute, nutzt diese Aktion wirklich nur, um die Ballons in den Wänden zum Platzen zu bringen und nicht um weitere Ballons dort zu verstecken. Ganz, ganz wichtig. Also, was müsst ihr machen für diese Aktion? Ihr könnt einmal auf B drücken, Mario springt in die Luft. Am höchsten Punkt in der Luft drückt ihr einmal ZL, damit Mario eine Stampfattacke macht. Haltet ZL gedrückt. Den linken Stick könnt ihr gerne nach vorne drücken. Das ist erstmal egal. Wenn die Aktion kommt, also die Stampfattacke, drückt ihr einmal auf Y. Mario will ja dann eine Rolle nach vorne machen. Und in dem Moment, wenn die Rolle schon einsetzt, drückt ihr entweder Y und B gleichzeitig oder X und A gleichzeitig, damit die Rolle sofort wieder abgebrochen wird. Und das sieht dann so aus. Ihr könnt den linken Stick dann nach links oder nach rechts drücken, je nachdem, in welche Wand ihr glitschen wollt. Wenn ihr nur eine Taste drückt, also zum Beispiel nur Y, um die Rolle abzubrechen, dann dauert es etwas länger. Das zeige ich euch jetzt mal hier. So, Y, zack, und es dauert ein bisschen länger, ihr habt es gesehen. Oder nur X und Mario rollt etwas weiter nach vorne. Deshalb drückt lieber beide Tasten gleichzeitig, damit die Rolle schnell abgebrochen wird. Und jetzt seht ihr noch, wo sich diese Ballons in den Wänden hier im Cascade Kingdom verstecken. Die erste Stelle befindet sich in der Nähe des Wasserfalls. Also wir springen mal hier runter zum Wasserfall. Und zwar genau hier an diese Stelle. Und hier können wir durch die Wand glitschen. Nehmt am besten ein bisschen Anlauf und dann macht diese abgebrochene Rolle. Und dann könnt ihr mit 1, 2 Versuchen durch diese Wand glitschen. Da seht ihr das jetzt. So, und falls sich hier dann mal ein Ballon verstecken sollte, könnt ihr den ganz, ganz easy zum Platzen bringen. Und die zweite Stelle befindet sich direkt hier unten drunter auf der kleinen Brücke oder in der Nähe der kleinen Brücke. Von hier aus könnt ihr mit einem Long Jump zu der roten Tür springen und dann hier durch diese Wand glitschen.
und dann seid ihr hier im Wasser. Und von hier unten aus könnt ihr auch auf die andere Stelle springen, an der wir ja gerade eben schon waren, an dieser Stelle. Oder ihr könnt auch hier diesen Ballon dann zum Platzen bringen, falls sich hier einer verstecken sollte. Und das